Okay, und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Heavy Rain. Ich wollte eigentlich ganz normal weiterspielen, und auf einmal ist dann diese Zwischenfrequenz gekommen. Deswegen kommt die Begrüßung erst jetzt. Und ja, anscheinend wollten wir frische Luft schnappen. Und dann ist irgendwas passiert. Und wir waren auf einmal auf der Straße. Dienstag. Okay. Ja. Oh. Eine andere Rolle, okay. So, dann machen wir mal hier die Tür auf. Okay, wir sind hier in einem Motel. Lauren Winter. Lauren Winter, klingelst da? Nein, er nicht. Nicht okay. Was macht er jetzt? Ah, die Lauren Winter. Dritter Stock, letzte Tür auf der linken Seite, am Ende des Flurs. Dankeschön. Okay, gehen wir mal nach oben. Oh, okay. Wir müssen also nicht alleine nach oben laufen, das macht er von alleine. Also wir müssen nicht selber hochlaufen, das macht er von alleine, so gesehen. Ganz hinten. Hat er nicht ganz hinten links gesagt? Rechts. Ich glaube, er hat ganz hinten rechts gesagt. Okay, anscheinend nicht. Dann warst du auch ganz hinten links. Lauren Winter. Tut mir leid, Kunden, nur mit Termin. Halt. 50 Scheine. Kein Küssen, kein abgedrehter Scheiß. Geht klar. Alles klar, also eine Prostituierte. Leg das Geld auf den Tisch. Du hast 10 Minuten. Wenn es klingelt, ist es vorbei, okay? Wenn man das aber nicht ernsthaft hier. Ich glaube es eher nicht. Denken wir irgendwas, sondern zu spät. Du solltest dich ausziehen, deine Zeit läuft. Ich bin kein Kunde. Scheiße, ein Cop. Ich hab's geahnt. Was wollen Sie? Eine Gratisnummer? Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Scott Shelby, also. Die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte Sie etwas über Johnny fragen. Ich habe der Polizei schon alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Verschwinden Sie. Okay, wir sind anscheinend der Scott Shelby, Privatdetektiv. Okay, FL. Sind Sie taub? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Raus hier. Ich wollte gerade verständnisvoll sagen. Okay, verständnisvoll. Ich verstehe Sie, Lauren. Ich weiß, was Sie durchmachen. Ach ja? Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man seinen eigenen Sohn tot auffindet? Ich glaube, Sie haben nicht die geringste Ahnung, was ich durchmache, Mr. Shelby. Okay, dann sind wir mal hartnäckig. Es wird mehr Opfer geben, wenn wir ihn nicht aufhalten. Sie müssen mir helfen, Lauren. Vielleicht wissen Sie etwas, das bei der Ermittlung hilft. Ihnen helfen? Sie können nichts tun. Mein Sohn ist tot. Verstehen Sie? Er ist tot. Ja, dann sind wir mal Gefühle an. Wenn wir den Killer nicht schnappen, werden noch mehr Mütter die Leichen ihrer Söhne finden. Aber Sie haben recht. Was geht Sie das an? Es ist nicht mehr Ihr Problem, richtig? Okay, das hat sie anscheinend eingeschüchtert. Was wollen Sie wissen? Johnny ist zu Hause. Bei Ihnen? Ja. Natürlich habe ich dafür gesorgt, dass er nie Kunden gesehen hat. Ich wollte aufhören.
Aber wir brauchten das Geld. Ich wollte so viel verdienen, dass wir hier raus konnten. Verschwinden. Wie ist Ihr Sohn verschwunden? Er spielte immer mit den Nachbarskindern nach der Schule. Es hat an dem Tag wahnsinnig geregnet. Das vergesse ich nie. Okay. Alle seine Freunde kamen so um 5 nach Hause. Nur er nicht. Na komm, schon rauchen, ist auch ungesund. Hab aufgehört. So, ist gut. Papa. Verdacht. Hatten Sie nach seinem Verschwinden irgendeinen Verdacht? Ich treffe ziemlich schräge Leute in meiner Branche. Klar, daran habe ich gedacht. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Keiner meiner Kunden hätte meinem Johnny sowas angetan. Meinem Johnny. Und all den anderen Kindern. Spuren. Wissen Sie, ob etwas gefunden wurde? Hinweise, Zeugen? Nein. Sie sagten, er sei weggelaufen und würde bestimmt bald wiederkommen. Man fand die Leiche nach 5 Tagen, eine Origami-Figur in seiner Hand und eine Orchidee auf der Brust. Das war's, Mr. Shelby. Ich hoffe, Sie haben, was Sie wollten. Und jetzt raus hier. Okay. Weggehen. Ich muss hier weg. Untersuchen. Ich hab nichts erfahren. Naja, es war ein Versuch. Lauren. Es bringt nichts, sie zu drängen. Sie sagt mir nichts mehr. Karte. Ich lasse meine Karte auf dem Küchentisch. Man weiß ja nie. Okay, denkt nichts mehr. Ich werde Karte hinlegen. Wenn Ihnen etwas einfällt. Irgendetwas. Rufen Sie an. Okay. Dann gehen wir mal. War hier der Ausgang? Hier? Naja. Dann gehen wir mal weiter. Oh. Okay. Anscheinend Asthma. Okay. Ich bin. Ich hab dir doch gesagt, ich will dich nicht mehr sehen. Aber ich musste dich einfach sehen. Okay, wir bleiben da. Da wurde gerade geschrien. Was willst du, Arschloch? Lauren, ist alles okay? Mir geht's prima, klar? Verpiss dich, Penner! Okay, Du wieder? Fuck. Oh mein Gott, ich hasse sowas. Scheiße. Ah, jetzt hat er.
Okay, noch geht's ganz gut. Oh nein. Schon wieder. Okay. Selber Arschloch. Geht's Ihnen gut? Besser als ihm. Wer ist das? Ein Ex-Kunde mit Besitzansprüchen. Er wurde gewalttätig, da habe ich ihm gesagt, er soll verschwinden. Sie müssen aufpassen. Er kommt vielleicht zurück. Sorry für das Chaos. Mr. Shelby? Ja. Danke. Okay, also ein Ex-Kunde mit Besitzansprüchen. Okay, Ladebildschirm. Sehr detailreich immer diese Gesichter. Man sieht auch so einen kleinen Pickel zum Beispiel unten am Kinn. Die Narbe, die einzelnen Sporen. Richtig krass, ey. Und weiter geht's. Dienstag, 8.05 Uhr. 17,22 Millimeter. 27 stand eigentlich. Und wir haben anscheinend der in einem Auto. Okay. Schon wieder ein neuer Charakter? Okay. Regen. Verdammter Regen. Hat nicht aufgehört, seit ich hier bin. Hier wird's mir echt gefallen. Journalisten. Reporter? Jetzt schon. Die sind ja bestens informiert. Kontrolle behalten. Gott, meine Hände zittern. Ich muss mich zusammenreißen, wenigstens für den Moment. Blake. Ich hab den Namen irgendwo. Blake. Lieutenant Carter Blake. Das ist er. Okay, das war's mit den Gedanken, also loben wir einfach mal. Hallo, Officer. Der Bereich ist abgesperrt. Treten Sie zurück. Agent Norman Jaden, FBI. Kann ich Ihre Dienstmarke sehen? Ja. Ja, natürlich. Ja, natürlich, okay. Okay, Sie können durch. Ich suche Lieutenant Blake. Ist er hier? Ich habe ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Danke. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ja. Lieutenant Blake. Wir fahren auch hier lang. Video Memo 1,
Agent 47023, Norman Jaden. Dienstag, 4. Oktober 2011. Es ist 8.14 Uhr. Okay, was ist das? R1, wie hieß es gerade noch? Okay. Nee, lass mal die Brille an, ich fand das ganz lustig. Oder interessant. Ohne direkten Bezug zur Ermittlung. Okay. Anscheinend eine Hightech-Brille. Ich suche Lieutenant Carter Blake. Danke. Er hat zwar nichts gesagt, aber okay. Ich frag mich, was er da mit seinem Handschuh macht, dass er da die Sachen dann aufspüren kann. Wohin muss er laufen mit R2? Okay. Und dann gehen wir erstmal zum Herr Blake hier. Lieutenant Blake? Agent Norman Jaden vom FBI. Ihr Büro hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Wenn Sie nach Regen, Leichen und Highways suchen, sind Sie hier richtig. Mike, sag dem Idioten mit dem Bagger, er soll 5 Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken. Sofort, Lieutenant. Und kommen Sie, Jaden? Also, was war los? Ein Typ, der mit dem Hund draußen war, hat die Leiche morgens um 6 gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin. Ursache. Und die Todesursache? Keinerlei Verletzungen. Wurde vermutlich ertränkt. Wie die anderen. Was sagt die Pathologie? Auf dem Weg, Lieutenant! Scheiße, wir warten seit einer Stunde. Uhrzeit. Ist die Todeszeit denn bekannt? Aufgrund der Leichenstarre muss es weniger als 6 Stunden her sein. Der Gerichtsmediziner kann uns mehr sagen. Identität. Identifiziert? Nein, noch nicht. Wir warten noch auf Ergebnisse. Zeugen. Gibt es Zeugen? Noch nicht. Bei der Gegend würde mich das aber auch schwer wundern. Tony, ich will keinen dieser sensationsgeilen Pressefuzzis hier sehen. Verstanden? Ja, Lieutenant. Journalisten. Der Fall scheint das Interesse der Medien zu wecken. Ja, eine Horde von Aasgeiern. Die gehen für Schlagzeilen über Leichen. Diese Ermittlung, ein echtes Affentheater. Hören Sie, ich bin hier gerade beschäftigt. Wieso reden wir nicht später auf dem Revier über alles? Kein Problem, ich verstehe schon. Kann ich mich mal umsehen? Nur zu. Hey, Jaden. Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Wir sind doch jetzt ein Team. Alles klar, oder will ich meine Brille wieder aufziehen? Ja. Der Liebe hat uns jetzt einen Auftrag gegeben. Nein, wir haben gefragt, ob wir hier suchen dürfen und es wurde uns erlaubt. Ja, und das machen wir aber auch. Und das machen wir auch, aber erst in der nächsten Folge, liebe Freunde. Also, bis dahin, haut's rein. Ja, was haben wir denn heute erlebt? Uns ist der liebe Ethan umgekippt. Dann waren Rollenwechsel. Dann war mein lieber Scott Shelby, welcher anscheinend ein Privatdetektiv war. Und sind zu einer lieben Prostituierten gegangen, welche uns ein paar Fragen über ihren verstorbenen Sohn beantwortet hat. Danach haben wir dann noch gegen einen Ex-Kunden mit Besitzansprüchen geholfen. Und ja, dann sind wir noch zu guter Letzt in die Rolle eines FBI-Agenten geschlüpft.
welcher den Tatort eines Mordes untersuchte. Und das war's auch schon für die Folge. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Tatort, Spuren untersuchen und so weiter. Also haut rein, euer Upperclass.